Jetzt wird gezockt. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Dunwall, Hafenviertel. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dishonored. Schön, dass ihr mit reinschaut und mich weiterhin begleitet. Nach einem hervorragenden ersten Teil spielen wir quasi nahtlos den zweiten Teil. Und ihr habt es schon gehört an der Stimme. Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Wir sind Emily. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. So, wir befinden uns im Tutorial. Das möchte ich gerne mit euch machen. So, hocken. Jawohl. Die Steuerung ist, denke ich mal, ziemlich gleich. Wir sind schon im C-Modus. Na, geht euch. Jawohl. Ich muss darunter durchrutschen. Sprinten. Ah, das ist was Neues. Yay! Gut. Voll gut. Du musst sprinten. Über das Hindernis hechten und rutschen. Ja, das lief ganz gut. Das ist ein bisschen Hand-Augen-Koordination. Sehr gut. Das sieht fantastisch aus, was gell? Jetzt? Schon ein derber Unterschied. Zum ersten Teil. Sehr schön. Lass mal gucken. Schwimmen. Jawohl. WSD und Shift. Da kann man dann schwimmen und schneller sein. Okay. Und mit der Leertaste wieder raussteigen. Taba. Toll. Richtig gut. Warte mal. Drücke F, um eine Kante zu klettern. Wie geht's nur mit Klettern über W. Weiter? Ich weiß. Über W dann nach oben. Über S nach unten. Das hat ja fast geklappt. So, wo müssen wir hin? Da, jo. Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Mal sehen, wie schnell ich zu Fuß bin. Komm zu mir. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Oh, er kennt dir die Stimme. Manfred Lehmann, die Stimme von Bruce Willis. Richtig gut. Schleichen, drücke C, um in deinen Schleichmodus zu wechseln. Dich zu ducken und leise zu laufen. Du bist dabei erheblich schlechter sichtbar. Bleib in Deckung und außer Sichtweite, um nicht entdeckt zu werden. Im Schleichmodus wirst du langsamer entdeckt, besonders wenn du dich weiter wegbewindest. Dich über Gegner oder am Rande ihres Sichtfelds befindest, dich im Schatten bewegst, relevanter auf gewisse Entfernungen. Es geht mit Verlassen. Oh, da ist er. Bravo, Atano. Wir bewegen uns hier auf jeden Fall schneller mit dem Schleichen. Krieg ich das hin? Du bewegst dich nicht, du bewegst dich nicht, du bewegst dich nicht. Zitterl. Ha! Hat doch geklappt. Hat geklappt, hat geklappt. Damit hat er nicht gerechnet, der Papa. Also, Ziehvater. Ziehvater, muss man sagen. So, der Schlüssel. Ich darf dich nicht hören oder sehen. Nichts gesehen. Mit der Zeit werden dich deine Feinde bemerken. Mit den Worten von Corvo Atano verborgen wir ein Geheimnis, leise wie der Sonnenuntergang. Eine Armbrust, ein paar Bolzen. Die Pistole lässt alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. Erst auf Rechtsklick.
Sehr schön. Ah, da oben ist auch noch was. Den Spanner. Ja, wunderbar. Merci, Daddy. Voll gut. Na, ah, schön. Wir spielen den zweiten Teil. Oh, ist das herrlich. Kann man hier noch irgendwo welche Bolzen aufsammeln? Das wäre cool. Oder haben wir so gut geschossen, dass wir da nichts mehr aufnehmen können? Oh, da gibt es auch wieder viel zu lesen. Geist der Tiefe, Auszug aus einem umfangreichen Roman. Geist der Tiefe, Sirenen der Träume. Träne wollte ich schon sagen. Nee, der Träume. Ich wanderte viele Stunden die Küste entlang, ließ Stonewall hinter mir zurück, bis das Klagen der Vögel und das Rauschen der Wellen all meine Gefühle zum Verstummen brachte. Ich weinte wissend, dass du nicht zu mir kommen würdest, Geliebte. Du regierst meine Träume, in denen ich mit Sinnen, die ich im Wachen nicht besitze, die dunkle Pracht deiner Heimat in der Tiefe erblicke. Dort ruht der Ozean auf deinem Rücken wie ein schlafendes Kind in den Armen seines Vaters. In diesen schlaflosen, verzweifelten Nächten erscheinst du mir nicht als mächtiger Leviathan, sondern als junger Mann mit Augen so schwarz wie das Nichts. Hm? Sehr dramatisch wieder alles hier. Trifft dich mit Corvo Atano. Ja, voll gut. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Oh, jetzt gibt's ein paar. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Jawohl. Komm her. Zack. Na? Ja. Ja. Zack. Sauber. Das ist meine Tochter. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Jetzt kommt's. Gegen den eigenen Daddy. Gut. Gut gemacht. Ha. Jawohl. Sehr gut. Du hast einen natürlichen Kampfinstinkt. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Du bist schnell. Clever gemacht. Jawohl, das läuft gut. Das lief gut. Ja? Killer auf. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Blocke mit einer Klinge. Ja, Handkantenschlag auf die Gurgel. Okay. Sehr schön. Setz den Todesschlag. Setz den Todesschlag? Na los! Taumelt ein Feind, kannst du einen tödlichen Gegenangriff landen. Boah, voll gut. Wie stark und klar die Grafik ist, gell? Die Augen. Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Voll schön. Ein langer Tag in Donwall. Heute ist der Jahrestag des Todes von Kaiserin Jasmine Caldwin, die vor 15 Jahren ermordet wurde. Zu diesem Anlass sind Besucher aus dem gesamten Inselreich zum Donwall Tower gereist. 15 Jahre ist das schon her. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll.
Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexi. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerconos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerconos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerconos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, dem neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah, erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Alter Finne. Ihr Schwert hat keine Macht. So, jetzt können wir wählen zwischen Emily Caldwin und unserem Corvo Atano. Gut, im ersten Teil haben wir mit Corvo gespielt, der lärmende Schutzherr der Kaiserin und Verschwörer aus der Zeit der Rattenseuche. Aber ich würde sagen, wir spielen als Emily Caldwin, Herrscherin der Kaiserreichs der Inseln, von ihrem Vater Corvo Atano in der Kunst des Schleichens und
Kämpfens unterrichtet. Wir revanchieren uns quasi jetzt einmal bei unserem Vater und retten ihn. Und wir spielen mit Emily. So, muss ich Enter drücken? Was muss ich denn drücken? Mit F als Emily Caldwin spielen. Ja, das haben wir ja beschlossen, weil damit das Familiendrama so richtig losgeht. Und dann hauen wir der Tantchen da so ein bisschen auf die Fresse. Sehr geil. Ich banne sie in kalten Marmor. Nein! Süßes Kind. Irgendwann werden sie mich lieben. Vielleicht sogar eines Tages als die verlorene Mutter sehen. Aber bis dahin passen wir gut auf sie auf. Ich sperre Lady Emily in ihr Gemach. Dann bringe ich sie zum Gefängnis von Coatridge. Hat er ihr gerade ins Gesicht getreten? Alter. Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich diese Uniform und schicke Grünschnäbel aus, damit sie die Rosengärten patrouillieren, statt im Schützenclub zu trinken. Hauptmann, waren das Schreie? Lady Emily, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayu. Nein! Die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Laut der Towerwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin. Einen Raum in ihren Gemächern. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und dieser Ring soll einer von nur zwei Schlüsseln sein. Wir brauchen unseren Ring wieder. Müssen unseren Vater finden. Was? Was ist geschehen? Alexi, der Thronsaal. Vater. So, nichts, wunderbar. Was ich allein kann. Ich muss hier raus. Das mach mal. Da, Brief der Tivianischen Handelskommission. So viel. Echt. Dies hätte ich jetzt nicht gedacht. Hochwerte Kaiserin, wie Sie wissen, werden Lieferungen aus Sirkonos nach Tyvia inzwischen regelmäßig von Piraten überfallen oder sind mit Blutfliegen verseucht. Von der verlorenen tyvianischen Leben einmal abgesehen, Mannschaften, Hafenarbeiter und Händler müssen, wie auch die kaum noch erfassbaren Materialkosten der Fracht selbst bedenken. Wenn wir nicht bald handeln, sehen wir uns gezwungen, den Handel mit Sirkonos einzustellen und die Schiffe von der südlichsten Insel mit einem Embargo zu belegen. Doch noch ist nicht zu spät. Entschuldigung. Das Handelsabkommen ist vernünftig und hat bereits über Maßnahmen zur Verbesserung der Lage beraten. Wir bitten um Folgendes. Erstens unabhängige, qualifizierte Inspektoren in allen Häfen. Zweitens Patrouillen zum Schutz gegen Piraten und Schmuggler. Drittens Kompensierung vergangener und zukünftiger Verluste. Ich würde diese Maßnahmen gerne möglichst bald persönlich mit Ihnen besprechen. Bisher hat Ihr Stab alle unsere Anfragen um einen festen Termin abgelehnt. Wir sind erpicht darauf, das nach Dunwall zu reisen und bitten sie rasch zu handeln, Hoheit. Jo. Bis wir uns zu einem zivilisierten Gespräch zusammensetzen können, sende ich Ihnen unsere besten Grüße. Oh, da gibt es Streitigkeiten. Sehr gut. So, ein Globus, den können wir drehen. Sehr schön. Und mir ein Versteck suchen? Ich muss nachdenken. So, wie war das nochmal? Hier sind auch nochmal ein paar zum Staffellauf. Hoheit, nach der Testfahrt des kaiserlichen Schutzherrn wollen wir die MS Jessamine Colvin direkt vor dem Todestag ihrer werten Mutter vom Stapel lassen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt natürlich. Wir lassen eine Flasche King Street Brandy an die Plattform binden, die sie dann gegen den Rumpf schwingt. Was Sie während der Zeremonie sagen, liegt selbstverständlich ganz bei Ihnen, aber anbei finden Sie ein paar Anregungen. Möge dich ein frischer Wind zu Ufern nah und fern geleiten. Mögest du deiner Besatzung Schutz vor dem Schrecken der See bieten, mögest du immer
nach Crystal finden, mit reinem Herzen und dem Blick zur Heimat. Getreue Grüße, Berater Wainwright. Okay, nochmal ein Brief, Beraterin Helmswater. Uhalt. Es gab einen weiteren Mord und ich kann nicht länger schweigen. Seltsam, dass sich alle Opfer öffentlich gegen sie gewandt haben, nicht? Und wenn nicht seltsam, dann doch so praktisch. Haben Sie mir nichts zu sagen, Majestät? Wie soll ich Sie beraten, wenn Sie mich nicht in derart sensible Angelegenheit nicht einweihen? Es scheint, als sei ich die Einzige in ganz Stonewall, die nicht die Wahrheit über den Kronmeuchler kennt. Lassen Sie mich nicht außen vor. Ich verbleibe. Ihre getreue Dienerin und Beraterin Lenora Helmswater. Also in dem Spiel gibt es auch wieder massig zu lesen, merke ich gerade wieder. Und wir ist die erste Folge, voll gut. Ablauf für den Mitgliederabend. Okay, ich hätte es ja Mitglieder geschrieben. Okay, Hoheit, an bei der Ablauf für den Mitgliederabend. Frühstück mit tyvianischen Handelskommission, Präsentation von Forschungsschiff Marschläufer, das kürzlich von der neu entdeckten Inselkette vor Pandysien zurückgekehrt ist. Mittagsmahl mit Würdenträgern aus Morley, die mit einem Geschenk aufwarten werden, damit sie ihren Beschwerden Gehör schenken, Widmung und Eröffnungsrede für einen neuen Flügel des Spitals für betagte Seefahrer. Okay. Treffen Sie mit Beratern zum Blutfliegenproblem des Südens. Abendsessen mit Lord Corvo auf seine Bitte hin. Eric Plainstow, Sekretär der Terminplanung. Ja, es muss ja alles koordiniert werden. Ja, das glaube ich sofort. Ja, ach, es gibt wieder viel zu lesen. Ich denke mal, ich werde nicht wieder alles lesen. Mal gucken, wie ich drauf bin. So, Obst war gut. Wir haben es wieder unser Leben aufgefrischt. Okay, wunderbar. Wir haben jetzt hier einiges gelesen. So, jetzt gucke ich mal kurz bei Escape. Jawohl, wir können speichern. Dann würde ich sagen, ist das jetzt gespeichert? Geringer Chaosfaktor. Ist gespeichert, gell? Möchtest du das Spielüberstand beschreiben? Nein, das passt. Ja gut, dann machen wir hier erstmal Folgenende. Ja, ich möchte das so genießen, wie es nur geht. Unglaublich, aber manchmal vermisse ich diese Zeiten. Ja, Houndpits Pub aus dem ersten Teil. Wunderbar. Sehr gut. Okay. Die Folgenlängen werden immer so zwischen 20 und 30 Minuten sein. Vielleicht auch mal länger. Ich kann das nicht immer so richtig einschätzen, ich weiß es nicht. Aber das soll es jetzt erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr begleitet mich weiter bei Dishonored 2. Ciao, macht's es gut.